Scheiße! Was hast du gemacht? Meint ihr, wir würden bei 8 und 8 Docke landen? Ja, ich habe noch eine neue Strategie sonst. Wenn sich ein Kunde beschwert, dass es zu teuer ist, hauen wir ihn einfach aus dem Maul. Supermarket Together. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an hier. Ich warte noch, dass Magnus reinkommt. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe aber Berufserfahrung in dem Bereich. Ich auch. Heißt, Magnus auch, wir sind wirklich... Also ich kann euch jetzt schon spoilern, das wird eine totale Katastrophe. Es wird eine richtige Katastrophe hier. Natürlich werden wir das nicht wie in echt machen. Wir werden freundlich sein zu den Kunden. Hi. Aber wie hast du das genannt? Mensch, du siehst aber scheiße aus. Kannst du nicht mal hier anständig einkleiden? Weißt du, wie das Ding, du brauchst dafür einen Besen, steht. Ich kann dich nicht schlagen, weil ich keinen Besen habe. Weißt du, wie ich den genannt habe, den Laden? Bei mir steht da oben ein Supermarkt. J und M's, also John und Magnus, Erotik-Abzocke. Oh, richtig gut. Jo, du hast den richtigen Skilltree, geil. Ja, moin. Oh. Ey! Digga, der hat mein S gewurbt hier mit dem Besen, ey. Aber wie habe ich das gemacht? Aua! So, der Laden kann nicht öffnen, weil wir uns gegenseitig aus dem Maul hauen mit dem Besen. Raus! Warte, da vorne! Die hat was geklaut! Der erste Schritt besteht darin, einige Möbel zu platzieren. Drücke Tab, um den Bilder zu öffnen. Aha! Kasse! Wo stellen wir die Kasse hin? Am besten am Ausgang. Wollen wir draußen? E erstellen. Also, wir haben hier eine Kasse. So, wir haben zwei Kassen. Ein Lagerregal brauchen wir. Ich denke mal, Lager, ich weiß nicht, wo wir das haben. Ah, einfach, okay, doch, hier macht Sinn. So, noch. Nein! Du hast den aufgemacht, oder was? Ja. Wir machen mal ein Produkttrick. Wir könnten hier vorne so einen fetten Doppelkühlschrank hinstellen. So, dass wenn die Kunden reinkommen, dass sie gleich erstmal was zu trinken sich holen können oder so. So, sowas stellen wir hier, denke ich, natürlich am Ende hin. Heißt, hier eine Gefriertruhe. Und hier eine Gefriertruhe, schön am Außenbereich. Jetzt haben wir noch $300. Deckenabluft, ja. Wie viel kostet die? 150. 150, hau rein den Scheiß. Brauchen wir. Oh, wir wollen guck, natürlich. Da ist für die Kassierer, damit ich ihn rumfurzen können. Wir müssen jetzt ein bisschen sparen. Ah, Präsentation, Warenpräsentation, das sag ich dir. Nicht genug Guthaben, scheiße. Ich hoffe, dass wir nicht noch irgendwie Ware kaufen müssen, weil dafür haben wir jetzt kein Geld mehr. Produktbestellung, wir müssen erstmal Produkte bestellen. Supermarktname ist Sellout bei mir. Grundprodukte, aha. $12 haben wir noch, scheiße. Das ist schlecht. Wir müssen was verschäbeln. Wir haben hier einen Kunden, aber wir haben keine Waren. Das habe ich nicht gefunden. Komm, dann, ach wirklich, dann geh doch einfach aus dem Laden wieder raus. Du auch! Hol mal den Besen. Das ist dein Mist. Du auch, raus hier. Ja, wirklich, da pöbelt halt einfach rum, ist mir doch egal. Das ist Missbrauch. Und so gehen wir mit unseren Kunden um. Ich glaube, wir müssen den Laden einmal komplett gründlich umgestalten. Wollen wir nochmal neu starten, eben schnell? Ich glaube, ja. Also, wir haben $5.000 Budget und diesmal wollen wir es ein bisschen anständiger nutzen. Ich würde sagen, es macht nur eine Kasse. Also, eine Kasse. Ich mache zwei Produktregale. Eine Gefriertruhe an der Kasse. Und jetzt fange ich mal kurz an, mache einmal Beleuchtung. Also, dann würde ich jetzt Ware bestellen einmal. Ja. Grundprodukte. Pasta-Penne, weiß ich mal. Du kannst auch Einkaufsliste machen. Weil wir so eine Grundpackung und dafür hätten wir, glaube ich. Ja, wo ist denn das jetzt hier angeliefert? Ah, hier stehen die ganzen Kartons. Muss man kurz mal reintragen helfen. So. Reis brauchen wir. Guck mal oben. Oh nein, was hast du gemacht? Ey, rot. Haben wir so viel Salz? Du willst doch bestimmt was haben. Rein in den Laden. Rein mit dir. Der Laden hat übrigens was zu, dann kommen die noch nicht rein. Ich habe hier einen Kühlschrank. Eine Menschenbarriere. Ah, das ist ja gut. Marktpreis. Ah, wir können den Preis hier anpassen. Ihr Preis 1,34 Euro, Marktpreis 1,35 Euro. Wir verkaufen den Scheiß gerade günstiger. Scheiße. Aber wir machen wieder das Geschäft. Das ist jetzt schon eine Katastrophe. Ah, du kannst den Preis eingeben. $200. Ah, so. Kommt ganz unten hin. Macht zwar so von der Organisation bisher noch keinen Sinn, aber wir sind ja gerade erst in den Anfängen. Man müsste natürlich das später dann wirklich wie in einem echten Supermarkt sortieren, so. Open. Perfekt. Ich bin gespannt, wann kommen die ersten Kunden? Oh, Kunde. Wir haben schon 6,87 Euro, John. Ja, perfekt. Weg mit dir. Du musst das Wechselgeld auch rausgeben, ne? Ach so.
Ja. Sorry, das könnte noch ein bisschen dauern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, jetzt da. Wie die da alle geduldig warten, Alter. Soll ich auch mal? Wenn du willst, ja, weil ich baller eben durch die Produkte. Der bezahlt mit Karte. Ja, mit Karte musst du dann den Preis eingeben. Einfach mehr eingeben. Mach mal. Ja, nochmal mit Karte. Ah, schade. Okay, also, wir haben die Chance. Nee, geht nicht, schade. Ich bezahle hier einen 20. Ihr bekommt jetzt alles in 25 Cent Dings zurück. Ja, Mann. Oh, warte. Da brauchen wir ein bisschen, warte mal. Tu mal Salz auf. Ups, ich hab da, guck mal, ich hab das Kamera falsch gesetzt. 1193 statt 11 Euro. 1,49 bezahlt er mit Karte jetzt. Nee, da hauen wir noch eine Gebühr oben drauf. Baldkran Minze, der hat was nicht gefunden. Ah, besser ist es, sonst hätte ich ihm auch aufs Maul gehauen, wenn er jetzt einfach rausspaziert wäre. Das MDE-Gerät hier aufheben. Nein, ich habe jetzt 2 Cent zu viel ausgegeben. Nein! Aua! Das ist die Strafe dafür für die 2 Cent. Profi bezahlt und hat 38 Euro Wechsel. Einfach die Preise anpassen, während die das kaufen, weißt du? Mal schnell erhöhen die Preise, während die einkaufen. Grünen Tee hat er nicht gefunden. Ist der grüne Tee leer oder was? Ach nee, grünen Tee haben wir einfach nur noch nicht. Aber wir haben eh gleich zu, glaube ich. Dann kann er sich seinen grünen Tee auch in den Arsch schieben, sag ich Jesus. Das müsste jetzt der letzte sein. Tschüss. Mich gefunden, Artikel 5. Zu teure Produkte 1. Tagesbilanz minus 4.600. Also, jetzt geht's weiter. Wir müssen alles kaufen, was wir jetzt brauchen. Also, was? Minze? Weil, geh mal weg davon, der Tafel, kurz. So kannst du dann was nicht mehr. Dann kann ich das nicht sehen, sonst deswegen. Ach so, kaufen. Kann ich den benutzen? Schade, ich kann ihn nicht benutzen. Kannst schon mal die Produkte reinholen. Das heißt, du machst die Knechtarbeit. Genau. Haben wir eigentlich zusammen gemacht. Aushilfe. Eigentlich können wir sogar, warte mal, wir können Franchise-Dings. Ja, Mann, jetzt können wir Milchprodukte uns so holen, oder? Ja. Yeah. So, wollen wir mal MDE-Gerät holen und den Preis massiv erhöhen. Preise angepasst? Ja, die Preise sind gut angepasst, oder? 257, joa, passt. Gut, dann mache ich Laden auf, ja, ne? Ja, so ein Bereich schließen. Supermarkt eröffnet. Perfekt. Pfefferminze wollen die haben. Und Joghurt, ich guck mal jetzt kurz. Können wir uns noch nicht leisten. Mache ich gleich mittendrin einfach ein bisschen Warenbestellung. Ja, gleich haben wir genug Geld dafür. Das ist schon mal super. Also anstatt ein Upgrade zu machen, soll ich vielleicht versuchen, möglichst erstmal alles aufzufüllen hier. Oh, sind das Schmuddelzeitschriften, die sie da kaufen? Ja, so sehen sie auch aus. Die sind zu langsam aufs Band legen. Oh, Fruchtjoghurt, hier ist er. Ah, Göcke ist da. Wir haben neuen Mitarbeiter. Sehr gut, ein weiterer in der Knechtschaft. Wie heißt denn der Laden? Erotik. Hast du einen besseren Namen? Ja. Sag mal, was? Ihr habt ja gar nicht vorgesorgt. Was ist los mit euch? Ja, natürlich nicht. Wir sind Amateure. Es gibt kein Wasser mehr. Was ist Scheiße. Das denn? Ja, ich fülle das gerade auf. Und ach so. Ja, Dings genau. Fehlt. Zurück an die Arbeit, du Knecht. Sag mal, ich bin hier... Was? Wie bitte? Ich kann auch das Paket hier liegen lassen, ne? Nee. Ey! Hier, Zucker kannst du noch bestellen. Joghurt wurde bestellt. Hast du den Joghurtpreis schon angepasst, John? Also Zucker, Honigmüsli. Scheiße! Was hast du gemacht? Ich hab aus Versehen auf den 20 gedrückt. Sag mal, hast du keinen Reis gekauft? Und der hat den 10 mit zurückbekommen. Magnus! Ein auf die Schnauze! blödes Stück Scheiße! Ich komm mit dem MDE-Gerät direkt mal hin hier. Reise wir haben trotzdem 10 Euro Profit an dem Kunden gemacht. Ich weiß zwar nicht wie, aber okay. Digga, das wird der kostenlos quasi verkauft. Was ist denn hier los? Was ist denn kostenlos? Oh mein Gott, das ist recht! Will mich jemand ablösen an der Kasse? Jo, kann ich machen. Digga, wir brauchen unbedingt eine zweite Kasse. Digga, was? No shit, Sherlock. Wir wollen eine Selbst-Dings-Bezahlkasse eigentlich haben. Gibt das das jetzt? Oder wie? Ja, so eine Self-Checkout-Kasse, weil das spart uns halt Mitarbeiterkosten. Alter, ist das teuer. Ja, aber lohnt sich wahrscheinlich. Wenn wir das Geld haben sollten, hätte ich gesagt, dann holen wir den Scheiß. Haben wir keinen Mitarbeiter? Nö, wie stellt man welche ein? Könnten Mitarbeiter einstellen bei der Kasse, das wäre nämlich sehr gut. Aber genau, das würde Sinn machen. Aber dafür müssen wir noch Limonaden freischalten, Limonaden ein. Also da kommt so, also einfach Getränke noch dazu. Die Regale müssen immer voll sein, weil wo nichts voll ist, kann man auch nichts verkaufen, so weißt du. Regel Nummer 1 ist wirklich, die Regale müssen aufgefüllt sein. Danke, Chef, für deine Weisheit. Ja. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Was hast du gesagt? Ich habe mich doch bedankt. Ey, es gibt einen Move, glaube ich, den John gar nicht kennt, ne? Welchen denn? Das ist so gut.
Ich sag's nicht. Ich sag das nicht. Das ist so räudig, Digga. Bei dir werde ich das auf jeden Fall nicht sagen. Meinst du den hier? Ja. Aber ist in der Zelle gewesen. Aber es gibt noch irgendwas. Ach so. Also, was damit zu tun hat. Ja, kam in die Zelle. Und was ist das mit Zähnen und so? Ich kann das ja einstellen jeweils alles. Ja, ja, du kannst maximal selber da rein ins Gefängnis. Kannst du dich selber reinpacken? Kann ich auch. Ja, und jetzt siehst du die Zähne, ne? Ja. Ja. Dann weißt du, was das ist. Ah, nein. Ring mich nicht auf dämliche Ideen. Das ist so räudig, Digga, wirklich. Jungs, letzter Kunde war da. Ich mach ganz gut. Ende des Arbeitstags. Ich kann einstellen, wie oft du darauf klicken musst. Also, Tagesbilanz. Wir haben einen Plus gemacht, mal. Wir haben einen Plus gemacht. Oha. Das finde ich top. 92,3 plus. Applaus. Das hat einen Applaus verdient. Scheiße. Was? Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Ich wollte nur einen Mitarbeiter. Ich werde einen Mitarbeiter. Okay. Okay, wie also stellst du einen Mitarbeiter? Jungs, Mitarbeiter. Als Kassierer. Genau, Kassierer-Mitarbeiter. Dann können wir uns auf den Rest, auf das Wichtige konzentrieren. Weißt du, auf die wichtigen Sachen. Aber jetzt ist ja wichtig, wir müssen jetzt Cola und so weiter auffüllen, ne? Also hier. Cola? Limonaden. Heißt, ja, wir brauchen einen anderen Kühlschrank, einen zweiten brauchen wir noch, ne? Unbedingt. Brauchen wir die Gefriertruhe hier? Ich glaube nicht, ne? Die können wir verkaufen, ne? Eigentlich. Gefriertruhe erstmal nicht. Das ist also sowas wie Eis oder so Fischstäbchen, solche Sachen halt, ne? Die kommen da rein. Aber warte mal, kommt auf uns an, ne? Weil wir das freischalten. Okay, ist verscherbelt. Ich kaufe erstmal alles ein, was eingekauft werden muss. Einen einfachen Kühlschrank hole ich jetzt noch, ne? Hol so einen Doppelkühlschrank? Ja. Oder nee. Nicht genug gut. Zweimal einzelne? Ja, dann mach einen einfachen. Okay. Meinst du, das Regal hier, das Holzregal an der Wand brauchen wir? Ich glaube nicht, ne? Lieber normales, ne? Ich weiß gar nicht, was da überhaupt. Da können wir nichts reinpacken, glaube ich. Na, erstmal nicht, glaube ich. Also, das ist ja neu. Mach ein normales Regal, weil sowas brauchen wir. Ein Produktregal. Ich habe die Preise massiv angehoben hier. Wenn wir Beschwerden bekommen, drehen wir den Preis runter. Wir gucken mal. Sollte schon so klappen. Hast du auch schon mal die Katze gestreichelt? Welche Katze? Wo das denn? Außen, wenn du rausläufst, direkt hier. Das ist eine Katze! Wie geil ist das denn? Getränke kommen auf die andere Seite. Ach, du machst es auf normalen Ladenstil gerade hier. Ich merke schon, du willst den Laden komplett ausfüllen. Ich habe gedacht, ich habe erstmal auf offenere Atmosphäre gesetzt gerade. Ne? Ah, du bist ja in Berliner, ich habe das ja vergessen. Dann mache ich auf den Laden, ne? Laden ist auf. Jetzt kommt die angerannt. Guck mal. Ah, hast du ein Problem? So, dann können wir jetzt ein bisschen hier Kundenbeobachtung durchführen. Das bin ich hier oben. Gürke? Über der Tierabteilung. Ja. Was denn? Du hattest kurz einen Besen in der... Ach nee, das war Magnus. Nein. Nein, das war Gürke. Nein, das war ich doch gar nicht. Hä? Egal, wo wir gehen. Oh mein Gott, ja. Meinst du, ich kann die auch hauen? Nice throw. Ja, kannst du. Gürke hat die Mitarbeiterin geschlagen. Mal. Aua. Stress oder was? Aua. Komm, geh in die Ecke hier, schäm dich Ecke. Zwischen den Kunden, weißt du? Aua. Einmal Breakdance, Digga, weißt du, so einmal kurz rutschen. Was macht ihr mit dem Kunden? So, ich guck jetzt ein bisschen, was da passiert. Müssen wir was auch im Auge behalten, so was gut verkauft wird und was eher so weniger gut verkauft wird. Kann ich dir helfen beim Einräumen, das will ich wissen. Oha, ich kann dir helfen beim Einräumen. Wie geil. Wie viel hatten die bei dem Kauf? 25 Euro. Homas MDE-Gerät, pass meinen Preis an, Möcke. Auf die andere Seite. Wo bist du, Bro? Die Kunden kommen und klauen das, kaufen das schon, genau. Ja? Ja. Kunden kommen und klauen das. Ich und die Besen. Ah, scheiße, warte. Was haben wir nochmal gesagt, Gürke? Oder Magnus, je nachdem, wer das war. Mit dem Lagerregal, die Sortierung. Was habe ich denn gesagt? Ich weiß es gerade selber nicht mehr, deswegen. Digga, das ist eigentlich so fucking egal. Ja, nee, es gibt eine gewisse Sortierung für sowas, das weißt du, ne? Ist guck mal. Mir egal, das ist unser Laden. Es gibt hier keine Sortierung. Oh so, nein. Also, komm mal her. Ich will dir jetzt erklären mal ganz kurz. Also, jetzt ist noch egal, da hast du recht. Jetzt ist noch egal, aber ich hätte sonst gemacht, wenn neue Waren dazu sind, die noch nicht da drin sind, noch nicht eingeräumt sind im Regal, noch nicht eingebunden sind, dann packen wir die extra in das andere Regal, damit wir die auseinanderhalten können. Weißt du, wie ich das mache? Ich hole Sachen, hol die von hier drüben, pack die sofort da rein, wenn was übersteht, packe ich sie wieder hier hin. Okay, dann das geht auch. Wieder dahin, dann dahin. Für den Disrespect. Ist dich.
finde meine Kundenfreundlichkeit immer sehr amüsant. Marc, das unterstützt sie beim Kassieren vorgegangen. Sag mal, John, was machst du da eigentlich? Preise überprüfen jetzt. Nichts überprüfen, einräumen. Grüner Tee, war Schnauze. Dafür bist du doch da. Was machst du da, Magnus? Das muss doch noch hingestellt werden. Er nimmt das einfach von mir weg und packt das gar nicht hin. Sag mal Bescheid, wenn sich jemand beschwert wegen irgendeinem zu hohen Preis oder so. Jemand beschwert sich gerade wegen deiner Hässlichkeit. Machst du Fruchtjoghurtpreis gerade, Magnus? Warte, Fruchtjoghurt ist hier. Ach, das Tier muss unbedingt wieder kommen. Digga, das ist schon bei 5 Euro. Ja, mach trotzdem, Digga, das geht. Mach hoch den Scheiß. Dann mach ich 5,15 Euro mal. Nein. Mach 5,50 Euro. Guck mal, was geht. Wir gucken mal ein bisschen, was geht. Wir können danach nach alle Preise erhöhen gerade und gucken, wann die Grenze erreicht ist. Fruchtjoghurt ist leer. Ich füll auf. Das ist zu teuer. Salz ist zu teuer. Okay. Ja, komplett. Salz machen wir mal wieder günstiger. Was ist zu teuer? Dann stehen wir hier und passen je nach Beschwerde an. Meint ihr, wir würden bei Achtung Abzocke landen? Ja, ja, den sehen wir gleich hier. Peter Giesel kommt gleich zu, so wird das hier enden. Wasserflasche zu teuer. Sollen sie nicht so anstellen. Das ist zu teuer Fruchtjoghurt. Alter Junge, der ist ja mehr, der ist ja doppelt so teuer. Ja, aber Fruchtjoghurt trotzdem über 4 Euro lassen, ne? Wenn du mich noch einmal so schubst, okay? Dann haben wir ein Problem. So gehört. Wie viel kostest du denn? Gar nichts, sagt das Gerät. Würde ich von mir nicht reden, Digga. Bei dir bekommt man ja Schmerzensgeld. Ja, I got whoop your ass, dude. Ich habe noch eine neue Strategie sonst. Wenn sich ein Kunde beschwert, dass es zu teuer ist, hauen wir ihn einfach aus dem Maul. Wir müssen auch unbedingt nachbestellen morgen. Aber so was von. Ey, wir haben schon wieder einen Franchise-Punkt. Würd's aber noch nicht machen. Konserven 1 morgen dann, oder? Ja, auf jeden Fall wegen Futter und so. Du kannst Kundenwähler. Sag mal, also wirklich, den Chef zu schlagen hier, ne? Das ist hier ein Chef, hallo. Direkt in den. Direkt bestraft mit 100 Ja, ab in Kerker mit dir, warte mal. Digga, wer das jetzt wieder kommt, ne? Fick dich, ich mach das nicht. Autoklicker. Okay, 10 Mal. 10 Mal geht's fest. Ich hab extra untergestellt. Soll ich nächstes Mal noch eine 0 dahinter machen? Ja, dann kannst du erstmal. Mich schlägst, dann mach ich das. Erwarten. Dann kannst du erstmal. Was?